Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet von der Stiftung Warentest. So. Der Teil, den ich lese, ist, wie das Buch zu lesen ist. Ich bin angekommen auf der Seite 13. Ich weiß gar nicht, wie viele Seiten hat das Buch. Es sind, glaube ich, ein paar mehr. Das Register geht los auf Seite 370, Seite 729. Ich muss bis Seite 729 kommen. Das ist sportlich. So. Rezeptpflicht. Viele Arzneimittel sind rezeptpflichtig. Sie dürfen nur von Ärzten verordnet und nur über Apotheken abgegeben werden. Wenn sich ein Mittel jahrelang als sicher erwiesen hat, kann es aus der Rezeptpflicht entlassen werden. Manchmal geschieht das nur für eine niedrige Dosierung, wie etwa bei manchen Schmerzmitteln. Aber auch das Umgekehrte ist möglich. Eine bislang rezeptfreie Substanz kann unter Rezeptpflicht gestellt werden, wenn bestimmte gravierende Risiken bekannt werden. In Klammern zum Beispiel Abhängigkeit. Klammer zu. Neue Wirkstoffe, über die bislang wenig bekannt ist, werden grundsätzlich nach der Zulassung für zunächst 5 Jahre der Rezeptpflicht unterstellt, auch wenn eng verwandte Wirkstoffe nicht mehr verschreibungspflichtig sind. Bei nicht rezeptpflichtigen Arzneimitteln unterscheidet man zudem, ob sie apothekenpflichtig sind, also nur in Apotheken erhältlich, etwa weil das Mittel bekannte oder denkbare Risiken hat, oder ob es sich um frei verkäufliche Mittel handelt. Letztere enthalten schwach wirksame Bestandteile oder sind gängige Arzneistoffe in sehr geringer Dosierung, mit denen Beschwerden unbedenklich gelindert werden können. Für die weder eine ärztliche Diagnose noch eine Beratung in der Apotheke als notwendig erachtet wird. Meist handelt es sich um Pflanzenextrakte, Kräutertees, Vitamine oder Mineralstoffe, die nicht bei definierten Krankheiten oder Störungen eingesetzt werden. Sie können auch in Drogerie oder Supermärkten vertrieben werden. Das war der rote Kasten Rezeptpflicht und es geht jetzt los mit sehr gelb, bevor es dann weiter ins Orange changiert und da steht Haut und Haare. Die Kapitel sind Akne, aktinische Keratose, bakterielle Hautinfektion und so weiter, bis Wunden, Warzen, Sonnenbrand, Schuppenflechte, Rosacea. Neurodermitis und andere Ekzeme, Nagelpilz, Lippenherpes, Läusebefall, Krätze, also ein Riesenspaß. Los geht's mit Akne. Na dann. Tschüss, damit mache ich heute Nachmittag wahrscheinlich weiter. Tschüss.